Ist Ihnen Ihre Standard-Glock einfach zu langweilig geworden? Träumen Sie von einer Custom-Glock mit Cut-Off-Schlitten, Fiber-Optik, Custom-Trigger, Stripling und Jet-Funnel? Würden Sie gerne ein Ace Arms oder Costa Custom Kit importieren, aber die Kosten sind Ihnen einfach zu hoch und das Tripling viel zu kompliziert? Da haben wir was für Sie. Die GeForce G19. Eine Custom-Glock aus dem Hause WE Technology. GeForce G19. Denn das Auge schießt auch mit. Herzlich willkommen beim BB2K Airsoft Channel und heute zeige ich euch die WE GeForce G19, die ich freundlicherweise von der Firma Begardi als Leihstellung erhalten habe. Da freue ich mich wirklich richtig drüber, dass das geklappt hat, denn andauernd immer Airsoft kaufen geht für mich ganz schön ins Geld. Und ja, jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, euch mal eine Waffe umsonst zu zeigen. Also nochmal danke an Begardi dafür. Und ja, fangen wir mit dem kurzen Unboxing. Jetzt achte ich schon immer selber drauf. Der Adrian, der hat mich schon mehrfach angeschrieben, dass er es lustig findet, dass ich immer Unboxing sage, obwohl es eigentlich Unboxing heißt. Fällt mir total schwer, das richtig zu sagen. Es stört ihn nicht, aber ich habe versprochen, dass ich mich bemühe, es richtig zu sagen. Und des Weiteren habe ich ja Adrian versprochen, wenn ich es richtig sage, kriegst du von mir hier so ein BB2K Airsoft T-Shirt. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gilt, da ich mich ja eigentlich schon so ein bisschen darauf vorbereitet habe. Aber wenn du der Meinung bist, schreib mich an und du kriegst dann von mir so ein T-Shirt. Ja, wieder zu viel gequatscht. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen schneller mein Review hier zu Ende bringen. Jetzt bin ich schon wieder am blablabla rumlabern. Also machen wir weiter. Fangen wir an, machen wir ein ganz kurzes Unboxing oder Auspacken, wenn ich schummeln will, von dieser GeForce. Also, ein Karton ist natürlich dabei und wenn ich die ganze Geschichte aufmache, eine Anleitung, die darf auch nie fehlen und natürlich die GeForce G19 von WE. Begardi bietet euch die GeForce G19 in vier Varianten an. Einmal die ich habe hier mit schwarzem Griff, schwarzem Schlitten, goldenen Lauf. Dann gibt es die noch mit schwarzem Griff, silbernen Schlitten, silbernen Lauf. Dann gibt es die noch mit Tanngriff, schwarzen Schlitten, goldener Lauf, Tanngriff, silberner Schlitten, silberner Lauf. Habe ich jetzt alle vier? Ich glaube ja. Preislich, alle, die einen schwarzen Schlitten haben, kosten 134,90 und alle Varianten mit silbernen Schlitten kosten bei Begardi 144,90. Warum nun 10 Euro mehr für die silberne Variante, kann ich nicht sagen. Richtiges Silber ist es nicht. Wird so eine Marketinggeschichte sein oder es liegt einfach nur daran, dass der silberne Schlitten nicht schwarz lackiert ist. Die Glock hier von WE hat eine Länge von 17,5 cm und ein Gewicht von 720 Gramm. Und das Besondere an dieser Airsoft sieht man wirklich auf den ersten Blick, denn das Ding sieht hier richtig custom-mäßig aus und lehnt sich ein wenig an, oder wenig ist gut, sondern richtig lehnt es sich an die ganzen ATA-Schlitten und Silent Arms-Schlitten oder Costa Custom Glocks. Ihr fragt euch jetzt, was ist Costa? Gemeint ist nicht hier der Costa Cordalis hier aus Deutschland, sondern der schießende Costa. Nee, der auch nicht, sondern dieser hier, der Chris Costa aus Amerika, der absolute Guru des taktischen Schießens dort, der wird da verehrt. Es gibt sogar Barbie-Puppen von ihm. Unbelievable. Ja, aber zurück zu dieser Variante. WE hat also die Zeichen der Zeit erkannt und hat auch in sein Sortiment eine Custom-Variante der Glock aufgenommen,
die an die Silent Arms Glocks erinnert. Und ja, schauen wir uns dieses Custom von GeForce G19 etwas genauer an. Bodycheck Teil. Zu den Materialien der GeForce G19 von WE. Der Schlitten, der Lauf, hintere Visierung, vordere Visierung, der Trigger und der Jetfunnel sind aus Metall, das Gerüststück aus hochwertigem Kunststoff. Schauen wir uns jetzt mal das erste Custom-Teil von der GeForce an. Und zwar den Trigger hier. Der Trigger basiert auf der Silent Arms Trigger-Serie, hat hier das Logo von WE Technology sowie hier auch die WET-Bezeichnung, was eigentlich WE Technology heißt. Und das Besondere an diesem Abzug ist nicht nur hier diese rote Nase, sondern das Glock-spezifische Sicherungssystem. Denn wenn ich den Schlitten jetzt einmal nach hinten fahre, um die Airsoft zu laden, seht ihr, wie der Trigger nach vorne fährt, ebenso wie diese rote Zunge hier. Und das ist auch die Sicherung, denn wenn ich jetzt den Trigger versuche abzudrücken, ohne die rote Nase mit reinzudrücken, seht ihr, da passiert nichts. Und jetzt achtet mal hier auf dieses kleine rote Stück. Wenn ich hier nämlich drauf drücke, blockiert sie den Weg des Abzuges. Wenn ich die rote Nase mit reindrücke, schwupp, geht dieses kleine Stück mit rein in den Abzug und jetzt lässt sich die Airsoft abschlagen. Und der Abzug bleibt wieder in dieser Ausgangsstellung. Natürlich hat die Airsoft auch die Glock-typische Sicherung hier unten, aber ich muss sagen, ich kriege das nie gebacken, die hier auch damit zu sichern, weil da bricht man sich ja die Nägel ab und also das ist eine absolute Schwachstelle von dieser Glock, generell von der ganzen Glock-Serie, ob nun WE oder KWA oder wie sie auch immer heißen, die Sicherung hier ist ein sogenanntes Zäpfchen. Ein weiteres Highlight der GeForce-Serie ist dieser Aluminium-Jet-Funnel, der das Magazinladen vereinfachen soll. Das Ding ist aber wirklich nur rein optisch, denn wenn man sich das hier mal anschaut, auf der Seite sieht man das besser, ist die Trichterfunktion hier nicht so richtig gegeben, wie sie von außen zu scheinen mag. Denn ich lege jetzt mal das Magazin ein. Sieht zwar alles ganz toll aus, aber hat keine. Ja, da geht auch nicht viel schneller, als wäre dieser Jetfunnel hier nicht dran. Zu jeder Custom-Waffe gehört natürlich auch das Tripling, wie auch hier bei der GeForce G19. Das Tripling heißt, dass mit dem Lötkolben hier der Kunststoffgriff zerpflückt wird, um ihn etwas griffig zu machen. Hier bei der GeForce wurde natürlich der Griff nicht von Hand gestrippelt, sondern das ist einfach nur gepresst. Aber sieht optisch schon gar nicht mal schlecht aus. Ziel des Tripling ist es, dass die Hand griffiger ist und dass die Waffe nicht wegrutscht. Hat man hier bei der Glock jetzt hier von WE auch so ein bisschen das Gefühl, dass es alles griffiger ist. Ist aber nicht zu vergleichen mit einem echt gemachten Stripling. Wer sich dafür interessiert, hier unten blende ich mal einen Link ein. Der kann sich mal ein Video anschauen, wie dieses Stripling gemacht wird. Die Airsoft verfügt über Fiber-Optik-Visierung, wie man sieht hier vorne in einem leuchtenden Grün und hier hinten in Rot. Das erleichtert das Visieren ungemein. Wie ihr seht, leuchtet das richtig schön und ich habe hier meinen Finger verdeckt. Das hat auch einen Grund, denn das nächste Custom-Element von der GeForce G19 ist hier dieses Dark Watch Logo. Dark Watch, das ist ein Spiel von 2005, glaube ich, auf der PS2. Und dieses Logo ist hier an dieses Spiel angelehnt. Sieht also richtig krass aus. Aber das absolute Highlight von dieser GeForce G19 ist dieser richtig schöne, super aussehende Schlitten. Markant die ganzen Cutoffs auf dem Schlitten hier, da und da. Dadurch kommt der goldene Lauf richtig schön zur Geltung und lässt die Airsoft richtig genial aussehen. Des Weiteren auf dem Schlitten diese markante Rifflung. Auch hier vorne ist sie zu sehen. Dadurch lässt sich die Airsoft besser spannen.
Ja, gucken wir uns den Lauf etwas genauer an. Hier überall Markings drauf von WE Technology. Überall sind die Markings zu finden und die zeige ich euch mal, wo man die hier überall sehen kann. Einmal hier, dann hier, WE Technology Universal. Am Trigger, WET. Andere Seite wieder das Logo. Auf dem Griff, am Schlitten nochmal das Logo. WE. Und hier nochmal auf dem Lauf. Oben am Lauf nochmal das Logo und hier nochmal WET für WE Technology. Bei den Silent Arms Läufen steht hier SAI. Also richtig genial verarbeitet, muss ich sagen. Die Waffe sieht optisch hammermäßig aus. Und auch selbst Gussnähte sind hier kaum zu sehen. Die sind also sehr gut verarbeitet. Wenn ich das mit der VFC PPQ zum Beispiel vergleiche, sind das Welten. Und ja, ich denke mal genug gequatscht. Ich zeige euch jetzt mal die GeForce G19 in Action. Also ich muss sagen, die GeForce macht richtig Spaß zu schießen. Der Schlitten hat einen richtig schönen Kick. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit dem Chrono weitermachen, zeige ich euch mal die inneren Werte. Das Auseinanderbauen dieser Airsoft ist eigentlich Glock-typisch ganz einfach. Zunächst muss das Magazin entfernt werden. Die Airsoft einmal durchgeladen werden. Und jetzt müssen wir uns um diesen kleinen Pin hier kümmern. Den finden wir auf einmal dieser Seite und auch auf der anderen Seite. Dieser Pin muss jetzt von beiden Seiten heruntergedrückt werden. Das macht man am besten mit einer Hand. So, und jetzt lässt sich der Schlitten ganz einfach ziehen. Man könnte sie jetzt noch weiter auseinandernehmen hier, indem man den Lauf noch entfernt, aber da es sich hier um eine Leihstellung von Bugatti handelt, möchte ich das jetzt nicht tun, um ja nicht noch unnötig was zu zerkratzen. Hier, wie man sehen kann, ist ein kleines Drehrädchen. Damit lässt sich das Hop-Up verstellen. Hier die Feder besteht aus Stahl. Ich mache mal einen Magneten ran. Hält wunderbar. Das ist aber auch der einzige Part hier, der aus Stahl ist. Sonst haftet hier gar nichts. Schauen wir uns jetzt mal das Griffstück etwas genauer an. Hier finden sich zum Beispiel einige Stahlteile wie hier. Und da, ups, da springt er schon selber ran. Der Schlittenfanghebel ist aus Stahl, denn hier die kleine Feder und sonst alles nur Aluminium. Bauen wir die Airsoft wieder schnell zusammen. Schnell ist wirklich gesagt, denn eigentlich braucht man nur den Schlitten aufsetzen, durchladen und fertig. Jetzt haben wir uns das Äußere angeschaut, haben uns das Innere angeschaut und mein erstes Fazit bis zu diesem Zeitpunkt ist, nicht nur außen hui, sondern auch innen hui. Von fui kann bis jetzt noch nicht die Rede sein, aber jetzt schauen wir uns mal an, was die WE GeForce im Chrono so zeigt. Angegeben ist sie mit 0,8 Joule bzw. 293 FPS. Ich werde bei einer Raumtemperatur von 22 Grad mit 0,2 Gramm Bio-BBs und einer Gasfüllung mit Walter Green Gas 6 Schuss auf das Chronogerät abfeuern. Ich bin gespannt, was ich für Werte erreichen werde. Holla die Waldfee! Also der Chrono hat auch nicht groß überrascht, abgesehen hier von diesem Wahnsinnswert, den ich am Anfang hatte von über 600 FPS, ein brachialer Wert. Da muss wohl mein Chrono einen kleinen Schluck aufgehabt haben. Ansonsten liegt die Airsoft genau wie in den Herstellerangaben bei so um die 0,8 Joule. Also auch hier keine Überraschung, genauso wie es gesagt wird, ist es auch wirklich. Und ja, ihr habt jetzt so lange diese Custom Glock gesehen, dass ihr gar nicht mehr weiß, wie eigentlich die normale Glock aussieht. Und daher möchte ich euch jetzt mal kurz einen Vergleich zeigen zwischen dieser Custom Glock
und einer Standard-Glock. So sieht sie aus. Grau und unspannend. Also Wahnsinn, also wer da keinen Unterschied sieht, da weiß ich auch nicht. Ja, so sieht's aus. Hier einmal die Glock 17. Leider habe ich keine Glock 19, aber für den Vergleich reicht das ja absolut irre, wie man aus einer Standard-Glock hier sowas Schönes machen kann. So. Toll, oder? Wer sich hier für die Glock 17 hier interessiert hat, das ist einer der allerersten Guess Blowback Glocks im Airsoft-Bereich, die rausgekommen sind. Die kommt aus den 90ern, ist eine sogenannte Omega Glock. Und wer gerne mal ein Review zu diesem Oldschool-Glöckchen haben möchte, der schreibt mir einfach mal was in die Kommentarleiste. Aber ich denke mal, jetzt gehen wir wieder zurück zur GeForce G19, denn jetzt ist es Zeit für den Schusstest. Ich werde jetzt auf 15 Meter schießen und zwar 10 Schuss auf ein A4 Blatt und ja, drückt mir alle Daumen, dass alle Kugeln ankommen. Ich bemühe mich jedenfalls. Sieht doch ganz gut aus. Kommen wir zu den Pro und Contras der WE GeForce G19. Wow, muss ich sagen. Also kennt ihr den Spruch, das Auge schießt schließlich auch mit? Ja, passt gut zu dieser Airsoft, denn die ist eine absolute Augenweide und das ist für mich schon mal der erste Pro-Punkt. Optik, absolut top. Dieser Silent Arms Verschnittschlitten mit dem Cut-Off hier und den goldenen Lauf. Fiber Optics in grün und rot. Hier dieses Totenkopf-Logo. Überhaupt diese ganzen Markings, die an der Airsoft angebracht sind. Das zeugt richtig von Verliebtheit, die WE hier an den Tag gelegt hat. Der Custom Trigger, der Jet Funnel. Okay, der hat keine richtige Trichterfunktion. Erleichtert also nicht den Magazinwechsel, sondern ist nur rein optisch. Auch genauso wie das Stripling hier, das ist nicht handgemacht, sondern nur gepresst. Aber halt absolut stimmig alles. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist diese Glock-typische Sicherung hier. Da braucht man wirklich gut gepflegte und harte Fingernägel, damit man die bedienen kann. Aber das ist halt bei dieser ganzen Glock-Serie, egal welcher Hersteller, das Problem. Man hat also nur diese Sicherung hier. Des Weiteren würde mich interessieren, wie der goldene Lauf aussieht, wenn man hier ein paar hundert Schuss mit der Airsoft hier verschossen hat, ob der dann immer noch Gold ist oder ob da schon irgendwas Silbernes durchkommt, das kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Vielleicht hat jemand die GeForce schon eine Weile und kann mir dazu was unten in die Kommentare schreiben. Ja, zurück. Für mich absolute Kaufempfehlung und auch wirklich preiligesehen ein absoluter Brenner. Regali bietet euch die Airsoft, wie gesagt, für 134,90 Euro bzw. 144,90 Euro an. Und das ist wirklich eine günstigere Alternative, als wenn man sich hier, ich zeige es euch auch mal kurz rein, eine Ace One Custom Schlitten aus Übersee besorgt mit diesem Fiber-Optik-Visierung und auch diesem Trigger und diesen goldenen Schlitten hier. Da kostet allein schon die ganze Geschichte 200 US-Dollar und das mit Versand und Zoll. Da liegt er allein schon mit dem Schlitten hier bei 300 Euro. Dazu dann noch die Airsoft, die ihr euch noch besorgen müsst. Dann die Zeit, die dabei vergeht, das Ganze einzubauen. Und hier auch dieses Stripling, das ist hier richtig mit den Lötkolben gemacht. Da vergeht auch einige Zeit. Also richtig teurer Spaß. Und wenn man das jetzt nochmal vergleicht, nochmal mit der GeForce hier, top, oder? Ja, und das war auch schon mein Review zur GeForce G19 von WE.
Nochmal herzlichen Dank an Begadi für diese Leihstellung. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei gehabt und ich habe euch vielleicht eine kleine Kaufentscheidung gegeben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß und ja, ich werde noch ein bisschen Spaß haben hier mit dieser GeForce. Mach's gut!